Hallo liebe Modellbahnfreunde, heute gibt es mal wieder ein Video von uns. Und zwar möchte ich euch ein Projekt vorstellen, was wir machen. Wir renovieren sozusagen eine Modellbahnanlage vom Kunden, die der schon eine ganze Weile in Betrieb hat, analog betreibt. Und wir bauen die um in Digitaltechnik mit einem Schattenbahnhof unten dran, mit einem neuen Untergestell. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, hier seht ihr den Ist-Zustand der Anlage. Die ist mit Tillig Modellgleis gebaut. Das ist recht vernünftig verlegt. Geht dann hier links in den Tunnel runter und in den ehemaligen Schattenbahnhof. Der ist sich hier relativ schlecht zu sehen. Man sieht auch hier die wilde Elektrik. Ziemlich eng unter der eigentlichen Platte befindet. Das ist tatsächlich auch das Hauptproblem, dass man keine Chance hat, hier irgendwie zum Gleisreinigen oder beim Störungsfall mal an die Züge zu kommen, irgendwie sinnvoll da reinzukommen. Und darum haben wir uns entschieden, einfach da dem Kunden so weit zu helfen, dass wir sagen, wir nutzen das hier oben, bauen das hier oben ja, ein bisschen schöner. Ja, das ist ausbaufähig. Würde ich es mal sagen, von der landschaftlichen Gestaltung ist das ein recht schönes Thema. Aber gerade hier so ein Berg hier, das bauen wir dann mal alles neu. Wir werden den oberen Bereich mit Unterflur-Servoantrieben ausstatten. Das heißt, die Oberflur-Tillig-Weichenantriebe werden alle verschwinden, weil die einfach ja, zu störungsanfällig sind. Mitunter die Weiche nicht richtig gut andrücken und wir haben dann irgendwo immer Kontaktprobleme. Das geht wie gesagt analog, funktioniert das alles wunderbar. Digital bin ich da persönlich kein großer Freund davon. Und dann machen wir so ein paar Sachen. Hier noch einen Bahnsteig rein, die Beleuchtung neu installieren, die Signale werden alle neu installiert. Das soll jetzt heute hier einfach nur mal so für euch darstellen, wie der Ursprungszustand ist der Anlage und im Fortgang des Filmes werde ich euch zeigen, was wir so draus machen. Und da sind wir auch schon beim ersten Bauabschnitt. Heißt also, das wird alles das Untergestell oder die untere Ebene von der TT-Anlage, die wir anfangs gesehen haben. Na, da kommt unser Schattenbahnhof hin, gut zugänglich. Wir haben hier eine gute Höhe drin. Wir bauen eine Beleuchtung rein, sodass der Kunde die vier Schattenbahnhofsgleise danach gut erreichen kann, gut einsehen kann. Dann fahren wir hier über so ein Gleis, kleinen Gleiswendel, überwinden wir die erste Ebene und fahren dann hier hinten über eine schräge Steigung auf die ursprüngliche Anlage obendrauf und schließen die dann hier am Tunnel, an der Tunneleinfahrt. Mal gucken, ob ich den noch kriege. Genau, da schließen wir es an. Ändern nochmal die Steigung bis zu den zwei Weichen. Die ist relativ steil gebaut. Die nehmen wir gleich noch ein bisschen mit auf und ziehen sie ein Stückchen höher. Damit ergibt sich auch tatsächlich dieses Tunnelbauwerk, welches wir komplett neu bauen. Na? Jo, freut euch drauf. Bald geht's weiter. So, heute Tag der Fertigstellung von unserer TT-Anlage, die wir vom Kunden übernommen hatten und den neuen Schattenbahnhof eingebaut haben, die Anlage auf die Digitalsteuerung umgebaut haben mit unserer ECOS. Ja, komme ich mal hier rüber. Genau, sehen wir, das Gleisbild ist
komplett fertiggestellt. Zeige ich euch nachher, wie es funktioniert. Genau. Also haben wir hier unseren Schattenbahnhof wieder beleuchtet. Da der Gleiswendel nach oben und die komplette Verkabelung neu installiert, sowie die bestehende Anlage auf dieses Spantengerüst hier aufgebaut, sodass wir in diese doch recht lavete Anlagenplatte einen guten Halt reinbekommen haben, eine gute Stabilität bekommen haben. Die ganzen Weichen, haben wir gesagt, nehmen wir die ganzen Weichenantriebe weg, haben die durch Servoantriebe ausgetauscht, haben die Gleisanlage insgesamt überarbeitet mit vielen, vielen Einspeisungen dort, wo es gebraucht wurde, haben die isolierten Abschnitte, es war ja eine Analogeisenbahn, die isolierten Abschnitte alle ja, verlötet, so gemacht, dass das alles elektrisch jetzt durchgebunden ist, haben ein paar Signale mehr aufgestellt, sodass wir letzten Endes mehr Fahrmöglichkeiten haben. Der Mittelbahnsteig ist neu dazugekommen, sowie hier die beiden äußeren Gleise, wo die Kaluga steht und die G1206. Das sind zwei Gleise geworden, die haben über unseren EKOS-Detektor eine Pendelzugsteuerung bekommen, sodass im händischen Betrieb, wenn der Kunde also seine Lokomotiven und seine Züge fährt, hier vorne auf den zwei Gleisen doch immer schon ein recht reger Betrieb herrscht. So, dann haben wir die Beleuchtung komplett neu aufgestellt, dort wo die Lampen hingehören, oder auch ergänzt durch ein paar andere. Die Landschaftsecke hier musste ja neu gebaut werden, weil dort sind wir ja mit der ursprünglichen Gleistrasse. Ne? Das hier, das war die ursprüngliche Gleistrasse. Dort haben wir ja den Cut gehabt, dort haben wir abgeschnitten und haben das dann hier ja neu eingebunden in unsere neu gestaltete Auffahrt. Und dadurch musste hier das ganze Geländeteil einfach mal neu entstehen. Ich finde, der Anlage hat das nicht wirklich geschadet, sondern eher vielleicht zum Positiven hingewirkt. Auch die ganzen Grundstücke haben wir ein bisschen, naja, mal ein bisschen hier und da, ein bisschen geschneidert. Ne? So, dann sehen wir nochmal von hinten die Anlage. Also mit der Steigungsstrecke aus dem Gleiswendel raus, steigt es dann nochmal in der Geraden, um dann dementsprechend dort oben auf der Höhe zu sein, wo wir hin müssen. So, eine Runde rum. Was haben wir noch gemacht? Ja, die Straßenbrücke, ne, erinnert euch oder spult einfach nochmal zurück auf die Anfangsfotos. Die waren natürlich ein bisschen ein architektonisches Meisterwerk. Die haben wir einfach mal komplett neu gebaut. Ne, die Straße hat jetzt auch eine Durchfahrt bekommen, so einen Straßentunnel, sodass irgendwo eine Sinnhaftigkeit der Straße einfach entsteht. So, dann möchte ich euch mal die Geschichte mit der Pendelzugstrecke zeigen, wie wir das gemacht haben. Also die erste Geschichte ist, wir haben einen Gleisbereich. Ich sage jetzt mal ungefähr hier. Da seht ihr den durchtrennten, ja, das durchtrennte Gleis. Ließ sich, wie gesagt, bei der Anlage nicht geschickter lösen, da ja die Gleisanlage komplett schon verklebt und verschottert war. Heißt also, der ganze Bereich wird über unseren EKOS-Detektor-Rückmelder einfach mit Spannung versorgt und wird dementsprechend hier auch auf der EKOS angezeigt. Das zeige ich euch mal. Ne? Also hier, da seht ihr es. Ne? Das ist unser Gleis, wird rot angezeigt, so wie wir das in den Videos vorher schon mal erklärt haben. So, dann haben wir von unserem Rückmeldebereich gibt es ein Stückchen eingespeiste Strecke, also richtig normale Ringleitung eingespeist über die EKOS. Braucht man ein bisschen Strecke. Und dann haben wir hier schon wieder so ein offenes Gleis. Heißt also, hier beginnt unser zweiter Rückmeldeabschnitt und der geht dann tatsächlich bis hierhin. So, und das ist dann dementsprechend unser zweiter Block. Wenn ich da jetzt die Lok einfach mal reinfahre, das mache ich mal, ja, dann kommt die irgendwie mal hier angetuddelt.
So, und dann fährt die da rein und wird auch hier angezeigt. Ne? So, weit, so gut. So, aus den zwei rückgemeldeten Abschnitten kann ich jetzt eine Pendelzugstrecke machen. Das ist Minimum das, was ich brauche, also ein Start und ein Ziel oder umgekehrt. Habe ich noch mehrere Zwischenhalte, die ich irgendwie reinbringen will, brauche ich auch da wieder einen Rückmeldeabschnitt. Wenn ich zum Beispiel hier noch einen Zielblock anlegen würde, könnte ich den hier als Zwischenhalt eingeben in der Pendelzugstrecke. Das finde ich echt geschickt und es macht ein bisschen Spaß. So, und lockert natürlich auf. Die Lok habe ich mir bereits hier aufs Führerpult gepackt. Und jetzt ist wichtig, dass wir, bevor wir die Pendelzugstrecke aktivieren, die Lok in die richtige Fahrtrichtung stellen. Momentan, ne, haben wir rotes Licht, das wird natürlich nichts. Also, zack, Fahrtrichtung umstellen, weißes Licht. Dort geht es jetzt hin. So, und jetzt kann ich hier auf den Schraubenschlüssel. Und dann gibt es hier Pendelzugstrecke und die habe ich beide schon angelegt. Der eine heißt Pendelgleis 6 und der andere Pendelgleis 5. Und da wir uns auf dem Gleis 6 befinden, nehme ich die. So, jetzt ist ein neues Symbol dazu gekommen, nämlich dass jetzt die Lok als Pendelzuglok in der ECOS verknüpft ist. Und jetzt kann ich hier eine Fahrstufe angeben, mit der wir hier ein bisschen fahren. Und wenn die Lok dann in dem belegten Abschnitt hinten angekommen ist, wird sie anhalten, wird ihre Fahrtrichtung umstellen und der habe ich gesagt, dass sie 10 Sekunden warten soll und danach fährt sie wieder los. So, und das Ganze macht die jetzt, bis wir irgendwann sagen, dass wir die Pendelzugstrecke dort wieder aufheben. Ja, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, haben wir immer ein bisschen Fahrbetrieb. Ja. So, wenn wir die Lok jetzt noch ein bisschen in ihrer Bremskurve im Lokdecoder ein bisschen konfigurieren, dann wird es auch noch ein Stückchen weiter ausrollen. Da wir aber nicht wissen, ob nun die Lok beim Kunden da pendelt oder ob es eine andere ist, mache ich das, wenn ich die morgen dem Kunden ausliefere. So, jetzt zeige ich euch noch die Geschichte mit unseren Start- und Zieltastern auf der ECOS. Also, damit der Kunde so ein bisschen sich keine Weichenadressen und so weiter und so fort merken muss und will, haben wir ja den Vorzug in der ECOS ein Gleisbildstellwerk zu erstellen. Es gibt da so einen kleinen Haken und der Haken heißt, dass ich auf den versuche, auf diesen einen Bildschirm die komplette Anlage drauf zu bekommen. Und da muss man die ein bisschen stückeln, ja, weil man die sonst nicht in Gänze drauf bekommt. Weil ja alle Steuersymbole wie Weichen, Signale oder eben unsere Start- und Zieltaster auch so sinnvoll dargestellt werden müssen, dass der Gleisplan nachvollziehbar ist, wo ist mein Zug, von wo bis wo fahre ich und so weiter. So dass sich die Anlage im Grunde nach in den Kreis aufteilt, heißt also hier unser Bahnhof, ja, dann fahren wir in den Bereich, wo wir nichts haben, wenn wir oben rumfahren. Und kommen dann hier an unserem Nebenbahnhof wieder an. Das ist im Grunde nach der Bereich hier. Das ist unser Nebenbahnhof. Das ist die erste Stelle nach dem eigentlichen Bahnhof, wo wir überhaupt wieder Weichen haben. Und das ist auch das Wichtige, was wir brauchen. Nämlich, denn wenn ich mir keine weichen Adressen merken will, dann muss ich natürlich wissen, wenn ich auf das über Umfahrgleis fahren will, welche Weiche muss ich hier stellen. Hier habe ich auch keine Start- und Zieltaster oder Fahrstraßen hinterlegt, sondern hier muss der Kunde eben einfach nochmal die Weichen selbst stellen, manuell jede für sich. So, und wenn wir beispielsweise durch den Bahnhof wieder durchfahren, hier hinten in den Tunnel rein, ja, ich zeige euch mal den Bereich, wo wir sind, da sind wir jetzt aktuell, dann kommen wir ja erstmal zweigleisig in den toten Bereich, wo Gleiswendel und so weiter, wo nichts stattfindet, wo wir auch keine Rückmeldung brauchen, weil wir ja keine Automatik dran haben, außer unsere beschriebene Pendelzugsteuerung, sodass wir erst hier wieder ein sinnvolles Gleisbild brauchen. Also nehme ich an der Einfahrt Schattenbahnhof. Ich gehe mal mit der Kamera hin, zeige es euch mal, damit ihr das seht. So, das ist hier Einfahrt Schattenbahnhof, so sieht es aus. Ne? Die paar Weichen, drei Stück an der Zahl und dann auch dementsprechend dann die Ausfahrt.
So, als kleine Raffinesse haben wir im Schattenbahnhof natürlich keine Signale eingebaut, das macht wenig Sinn, aber wir haben abschaltbare Gleisabschnitte eingebaut, sodass, wenn ich meinen Zug im Bahnhof eine Fahrstraße gestellt habe, beispielsweise ich fahre aus dem Bahnhof raus und weiß, dass ich den aufs Gleis 1 im Schattenbahnhof stellen kann, ne, dann würde er die Fahrstraße stellen. Und wenn er die Fahrstraßentaste ausgemacht hat, dann könnte ich jetzt blind dahin fahren, wenn ich mir sicher bin, dass da nichts steht. Da ich mir sicher bin, dass da nichts steht, weiß ich auch, dass der Zug vor der Weiche definitiv anhält, weil wir da ja einen isolierten Gleisabschnitt haben. So. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Heißt also, der Kunde selber muss sich oder der Bediener selber an der Anlage muss sich mit den verdeckten Gleisabschnitten im Grunde nach nicht wirklich auseinandersetzen, sondern muss nur gucken, steht in dem Gleis was oder steht in dem Gleis nichts. Was man bei einem abschaltbaren Gleisabschnitt eben nicht machen kann, ist eine Rückmeldung über unseren Detektor, sprich über Stromerkennung realisieren. Weil wenn ich einen Strom isoliere, also sprich die Lok isoliert abstelle, naja, da geht auch kein Licht mehr und dann hat die Lok auch keinen Verbrauch mehr. Und das können wir da dementsprechend nicht benutzen, um eine Rückmeldung zu generieren. Wäre sonst eine aufwendige Verkabelung geworden mit irgendwelchen Bremsbausteinen und so weiter und so fort. Wollen wir gar nicht. So kompliziert wollten wir es ja nicht gestalten. Wir wollten im Grunde nach als Beispiel nur so viel machen, dass wir sagen, wenn ich jetzt mit der gelben G1206 hier losfahren will. Da ist ja jetzt aktuell so, dass wir ein gesperrtes Signal haben, irgendeine wilde Weichenstellung da hinten, die ich nicht weiß. Und die brauche ich ja jetzt. So heißt also, ich muss mich jetzt eigentlich nur zurechtfinden, wo steht meine Lok. Also auf dem Gleis 1 im Bahnhof steht sie nicht, auf dem 2 nicht, auf der 3 nicht, sondern sie steht hier auf der 4. Da steht sie. Da hätten wir jetzt Rückmeldung noch mit einbauen können, hätte aber dem Ganzen einfach das Budget gesprengt. So, also, ich finde, das ist ein bisschen mit Trainieren, wenn man weiß, wie seine Eisenbahn gleismäßig aufgebaut ist, dann kriegt man das bei einem viergleisigen Bahnhof recht gut hin und da muss man nicht weiter tun. Und dann gehen wir einfach her und sagen, diese Start-Ziel-Taster immer der Strecke entlang. Immer wo einer ist, da muss ich also mindestens zwei drücken, damit einfach die Fahrstraße ausgelöst wird. So, und wenn er das auflöst, macht er das Signal grün. Wir haben es gehört, es hat geklickt. Und ja, siehe da, grün. So, und jetzt kann ich im Grunde nach eigentlich die Fahrstrecke komplett weiter stecken, weil wo soll er denn hin? Er muss also von hier, kommt er definitiv wieder hier an. Da gibt es keine hinterlegte Fahrstrecke, Fahrstraße, habe ich ja gesagt, da haben wir nur diesen Nebenbahnhof und den habe ich einfach nicht in eine Fahrstraße verlegt. Das kann ich also löschen. Aber ich komme definitiv an dem Punkt irgendwann wieder an. Und jetzt kann ich sagen, durch welches der beiden Bahnsteiggleise soll er denn? Und auf dem Gleis 2 stehen meine Güterwagen. Das heißt, da kann ich nicht lang. Ich muss also über die 1, also über den hier. So, dann lustigerweise steht die Weichenstraße schon. So, und jetzt kann ich hergehen, kann sagen, ich möchte gleich hier weiter. Ich möchte einfach mal eine Runde durchfahren. So, dann macht er mir das Signal grün, macht die Taster wieder aus. So, und jetzt kommt die Geschichte hier. Jetzt muss ich von hier mir ein freies Schattenbahnhofsgleis suchen. Und dann fahre ich einfach mal durch die 4. So, und wenn er die Fahrstraße gestellt hat, macht er auch da die Taster wieder aus. Und wenn ich auf der 4 angekommen bin, will ich von der 4 komme ich ja wieder hier oben an. So, ja, jetzt stellt er mir hier die ganzen Weichen noch dazu. Macht mir jetzt hier dieses Signal grün. Ihr habt da ein kleines Klicken gehört. Unser abstellbarer Gleisabschnitt ist über einen Switch-Pilot mit angesteckten Extension einfach realisiert, sodass mein abgestellter Gleisabschnitt oder abgeschalteter Gleisabschnitt eine Digitaladresse bekommen hat, die ich über die ECOS zu- oder wegschalten kann. Schöne Geschichte. So, und dann will ich wieder zurück auf die 4. So. Und da macht er mir auch den Fahrweg rein, den ich ihm irgendwann mal erzählt habe. So, und jetzt ist es eigentlich ziemlich einfach. Heißt also, ich muss jetzt mir hier meine Lokomotive raussuchen. Wie auch immer sie heißt. So heißt sie.
nicht hinterlegt, weil es meine oder unsere Werkstattlok ist. So, und dann geht die Reise ab. Und wir können der Lok mal zugucken, wie die hier so schön über die Anlage flitzt. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. So, ne, auch die Signalstellung bleibt so bestehen. Da gibt es keine Geschichte, wo ich irgendeine Abfolge von Schaltereignissen angelegt habe und gesagt, wenn die Lok dann da durch ist, dann tust du das Signal wieder rot machen. Dazu hätte es immer diese Geschichte der Rückmeldung bedarf. Und so kompliziert wollen wir es nicht gestalten. Ne, die Anlage soll ja nicht von mir beherrschbar sein, sondern eben vom Kunden selbst. Und der hat jetzt viel zu tun, sich in die Digitaltechnik reinzufinden, und dann soll er doch Spaß an seiner Anlage haben. Also haben wir die Steuerung, wie ich finde, sehr einfach und übersichtlich gestaltet, sodass man das einfach ziemlich leicht machen kann. So. Ja, auch das wunderbar. Haben wir gleich noch eine Aufgabe gefunden, dass wir an der Weiche nochmal ran müssen. Oh, ja. Genau. So, und währenddessen die Lok sich so ein bisschen bewegt, können wir hier noch ein bisschen Detailfilmerei machen. Vielleicht findet der ein oder andere eine schöne Anregung, sich dort gestalterisch an seiner Anlage noch was abzugucken. So, wenn euch das Video gefallen hat, oder die Anlage gefallen hat, oder ihr irgendwas zu kommentieren habt, was ich vielleicht ein bisschen falsch erklärt habe oder noch nicht ausführlich genug erklärt habe, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, könnt unseren Kanal abonnieren, weil das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern, wird wieder schön als Filmmaterial aufbereitet, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Modellbahnleben, Dasein. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.